It's remarkable how much we can learn about life. Es ist bemerkenswert, was man durch die Beobachtung der Natur über das Leben lernen kann. Anhand von Baumringen beispielsweise können Forscher fundierte Schätzungen über das Klima und die Wachstumsbedingungen anstellen, die vor Hunderten oder gar Tausenden von Jahren herrschten. Beschäftigt man sich mit dem Wachstum der Bäume, stellt man fest, dass Bäume in Zeiten mit idealen Bedingungen eine normale Wachstumsgeschwindigkeit zeigen. In Zeiten, in denen die Wachstumsbedingungen nicht ideal sind, verlangsamt sich das Wachstum für Bäume hingegen und sie stecken ihre gesamte Kraft in das Wesentliche zum Überleben, Notwendige. Nun denken Sie vielleicht, das ist ja alles gut und schön, aber was hat das mit dem Steuern eines Flugzeugs zu tun? Well, das kann ich Ihnen erklären. Saßen Sie schon einmal in einem Flugzeug, das in Turbulenzen gerät? Meist entstehen solche Turbulenzen durch eine plötzliche Veränderung der Luftbewegung, wodurch das Flugzeug absackt, schlingert und schwankt. Flugzeuge sind zwar so gebaut, dass sie weit heftigeren Turbulenzen standhalten, als man jemals auf einem regulären Flug erleben wird, aber für die Passagiere kann das dennoch sehr beunruhigend sein. Was denken Sie, was ein Pilot unternimmt, wenn er in Turbulenzen gerät? Ein Flugschüler meint vielleicht, eine höhere Geschwindigkeit sei eine gute Strategie, weil er dann schneller durch die Turbulenzen käme. Aber das könnte das Falsche sein. Berufspiloten wissen, dass es eine optimale Geschwindigkeit gibt, mit der man beim Durchfliegen der Turbulenzen deren negative Auswirkungen minimiert. In den meisten Fällen bedeutet das, die Geschwindigkeit zu verringern. Das gleiche Prinzip gilt für Temposchwellen auf der Straße. Deshalb ist es ein kluger Rat, die Geschwindigkeit ein wenig zu drosseln, den Kurs beizubehalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, wenn widrige Bedingungen herrschen. Diese einfache, doch ganz entscheidende Lektion müssen wir lernen. Sie mag uns in Verbindung mit Bäumen oder Turbulenzen logisch erscheinen, aber es ist erstaunlich, wie leicht es ist, dieses Prinzip zu missachten, wenn es darum geht, es im täglichen Leben umzusetzen. Wenn die Belastungen zunehmen, wenn wir in Bedrängnis geraten oder einen Schicksalsschlag erleben, dann versuchen wir allzu oft, dasselbe hektische Tempo beizubehalten oder sogar noch zu beschleunigen, weil wir irgendwie meinen, je rasanter wir vorgehen, desto besser kämen wir zurecht. Ein Merkmal des modernen Lebens scheint zu sein, dass wir uns ungeachtet aller Turbulenzen oder Hindernisse mit immer schnellerer Geschwindigkeit bewegen. Seien wir einmal ehrlich, es ist doch ziemlich leicht, betriebsam zu sein. Wir alle können uns eine Aufgabenliste vorstellen, die unserem Terminkalender sprengt. Manche meinen vielleicht sogar, ihr Selbstwert sei von der Länge ihrer Aufgabenliste abhängig. Sie stopfen die Lücken in ihrem Zeitplan mit unzähligen Sitzungen und Details voll, selbst wenn sie unter Anspannung stehen. Da sie ihr Leben unnötig verkomplizieren, sind sie häufig zunehmend frustriert. Sie empfinden kaum noch Freude und sehen wenig Sinn in ihrem Leben. Es heißt, dass jede Tugend, die man übertreibt, zum Laster werden kann. Unsere Tage zu überfrachten wäre sicher ein Beispiel dafür. Man kann einen Punkt erreichen, wo Meilensteine zu Mühlsteinen werden und Ziele zum Klotz am Bein. Wer klug ist, erkennt die Lehren, die man aus den Baumringen und den Turbulenzen ziehen kann und wendet sie an. Er widersteht der Versuchung, sich in der hektischen Hast des Alltags zu verfangen. Er folgt dem Rat, es gibt Wichtigeres im Leben, als es immer schneller zu verbringen. Kurz gesagt, er konzentriert sich auf das, was am wichtigsten ist.
Elder Dallin H. Oak sagte vor kurzem bei einer Generalkonferenz, wir müssen einiges, was gut ist, aufgeben, um etwas anderes zu wählen, was besser oder am besten ist, weil wir dadurch Glauben an den Herrn Jesus Christus entwickeln und unsere Familie stärken. Die Suche nach dem, was am besten ist, führt unweigerlich zu den elementaren Grundsätzen des Evangeliums Jesu Christi, zu den einfachen, schönen Wahrheiten, die unser liebevoller, ewiger und allwissender Vater im Himmel offenbart hat. Diese grundlegenden Lehren und Prinzipien bieten, obwohl sie so einfach sind, dass ein Kind sie verstehen kann, die Antwort auf die schwierigsten Fragen des Lebens. Einfachheit bringt eine Schönheit und Klarheit mit sich, die wir manchmal in unserem Verlangen nach komplexen Lösungen nicht zu schätzen wissen. Ein Beispiel. Bald nachdem Astronauten und Kosmonauten die Erde umkreisen konnten, stellte man fest, dass ein Kugelschreiber im Weltraum nicht funktionierte. Also machten sich ein paar sehr kluge Leute daran, dieses Problem zu lösen. Man brauchte zwar Tausende von Stunden und viele Millionen Dollar, doch schließlich wurde ein Stift entwickelt, der überall, bei jeder Temperatur und auf fast jeder Oberfläche schreiben konnte. Doch wie kamen die Astronauten und Kosmonauten zurecht, bis das Problem gelöst war? Sie benutzten einfach einen Bleistift. Leonardo da Vinci soll einmal gesagt haben, Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung. Wenn wir die elementaren Grundsätze im Plan des Glücklichseins im Erlösungsplan betrachten, erkennen wir an seiner Klarheit und Einfachheit, wie erhaben und schön die Weisheit des himmlischen Vaters ist und wissen diese zu schätzen. Wenn wir dann unsere Wege nach seinen Wegen ausrichten, sind wir dabei, selbst Weisheit zu erlangen. Man erzählt sich, dass der berühmte Football-Trainer Vince Lombardi am ersten Trainingstag immer ein Ritual vollzog. Er hielt einen Football hoch, zeigte ihn den Spielern, die ja schon seit vielen Jahren Football spielten, und sagte, meine Herren, dies ist ein Football. Er sprach über die Form und die Größe des Balls und wie man ihn kickt, trägt und wirft. Dann ging er mit der Mannschaft aufs leere Spielfeld und sagte, das ist ein Footballfeld. Er ging mit den Spielern über das Spielfeld, beschrieb die Abmessungen, die Form, die Spielregeln und wie das Spiel gespielt wird. Dieser Trainer wusste, dass selbst erfahrene Spieler, ja die ganze Mannschaft, nur dann sehr gut werden konnte, wenn sie die Grundlagen beherrschten. Sie könnten wohl ihre Zeit damit zubringen, raffinierte Spielzüge einzuüben, aber wenn sie die wesentlichen Grundlagen des Spiels nicht beherrschten, würden sie niemals die Meisterschaft gewinnen. Ich denke, dass die meisten von uns instinktiv erfassen, wie wichtig die Grundlagen sind. Wir lassen uns nur manchmal von so vielem ablenken, was verlockender erscheint. Druckerzeugnisse, vielerlei Medienquellen, elektronische Geräte und Apparate, bei richtiger Nutzung ausnahmslos hilfreich, können zur schädlichen Ablenkung oder gnadenlosen Isolationszelle werden. Doch inmitten der unzähligen Stimmen und Möglichkeiten steht der demütige Mann aus Galiläa mit ausgestreckten Händen. Er wartet. Seine Botschaft ist ganz einfach. Komm und folge mir nach. Er spricht nicht über ein lautes Megafon, sondern mit einer sanften, leisen Stimme. Die grundlegende Evangeliumsbotschaft kann so leicht untergehen inmitten der Informationsflut, die uns von allen Seiten überschwemmt. In den heiligen Schriften und den Worten der lebenden Propheten liegt der Nachdruck auf den elementaren Grundsätzen und Lehren des Evangeliums.
Wir wenden uns diesen elementaren Grundsätzen, den reinen Lehren, deshalb wieder zu, weil sie das Tor zur Wahrheiten von tiefer Bedeutung sind. They are the door to experience and to experiences of supply. Sie sind die Erfahrungen, die so bedeutsam sind, dass sie unsere Auffassungsgabe sonst übersteigen würden. Diese schlichten, grundlegenden Prinzipien sind der Schlüssel dazu, mit Gott und den Mitmenschen in Harmonie zu leben. Sie sind die Schlüssel, die die Fenster des Himmels öffnen. Sie führen uns zu dem Frieden, der Freude und der Erkenntnis, die der Vater im Himmel seinen Kindern, die ihn hören und ihm gehorchen, verheißen hat. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir tun gut daran, das Tempo ein wenig zu drosseln, mit der für unsere Umstände optimalen Geschwindigkeit voranzugehen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, emporzublicken und klar zu erkennen, was am wichtigsten ist. Beachten wir doch die grundlegenden Weisungen, die der Vater im Himmel seinen Kindern gegeben hat, die das Fundament bilden für ein reiches, fruchtbringendes irdisches Leben mit den Verheißungen auf ewiges Glück. Sie werden uns anleiten, alles in Weisheit und Ordnung zu tun, denn es ist nicht erforderlich, dass wir schneller laufen, als wir Kraft haben. Aber es ist ratsam, dass wir eifrig sind und dadurch den Preis gewinnen. Meine lieben Brüder und Schwestern, eifrig das zu tun, was am wichtigsten ist, führt uns zum Erlöser der Welt. Deshalb reden wir von Christus. Wir freuen uns über Christus. Wir predigen von Christus. Wir prophezeien von Christus, damit wir wissen mögen, von welcher Quelle wir Vergebung unserer Sünden erhoffen können. In der Komplexität, Verwirrung und Hektik der modernen Lebensweise ist dies der vortrefflichere Weg. Was sind also die Grundlagen? Wenn wir uns an unseren Vater im Himmel wenden und nach seiner Weisheit trachten, um zu wissen, was am wichtigsten ist, erfahren wir immer wieder, wie entscheidend diese vier Beziehungen sind. Zu unserem Gott, zu unserer Familie, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst. Wenn wir bereitwillig unser Leben überdenken, werden wir erkennen, wo wir von dem vortrefflicheren Weg abgekommen sind. Die Augen unseres Verständnisses werden aufgetan und wir begreifen, was wir tun müssen, um unser Herz zu reinigen und unser Leben wieder richtig auszurichten. Erstens, unsere Beziehung zu Gott ist überaus heilig und am allerwichtigsten. Wir sind seine Geistkinder, er ist unser Vater. Er möchte, dass wir glücklich werden. Wenn wir ihn suchen, wenn wir von seinem Sohn Jesus Christus lernen, wenn wir unser Herz für den Einfluss des Heiligen Geistes öffnen, finden wir im Leben mehr Halt und Sicherheit. Wir verspüren mehr Frieden, Freude und Erfüllung, wenn wir unser Bestes geben, um nach Gottes ewigem Plan zu leben und seine Gebote zu halten. Wir verbessern unsere Beziehung zum Vater im Himmel, indem wir von ihm lernen, mit ihm sprechen, von unseren Sünden umkehren und engagiert Jesus Christus nachfolgen. Denn niemand kommt zum Vater, außer durch Christus. Um unsere Beziehung zu Gott zu festigen, müssen wir etwas Zeit auf sinnerfüllte Weise nur mit ihm verbringen. In der Stille uns auf das tägliche persönliche Gebet und Schriftstudium konzentrieren, immer danach streben, würdig für einen Tempelschein zu sein. Dies sind kluge Investitionen unserer Zeit und Mühe, um dem Vater im Himmel näher zu kommen. Beachten wir die Aufforderung des Psalmisten: Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Unsere zweitwichtigste Beziehung ist die zu unserer Familie.
Da kein anderweitiger Erfolg ein Versagen in der Familie wettmachen kann, muss uns unsere Familie sehr wichtig sein. Wir schaffen tiefe und liebevolle Beziehungen in der Familie durch ganz schlichte gemeinsame Erlebnisse, etwa gemeinsame Mahlzeiten, den Familienabend und einfach miteinander Spaß zu haben. In der Beziehung zur Familie wird Liebe in Wirklichkeit so buchstabiert. Z-E-I-T. Zeit. Sich Zeit füreinander zu nehmen, ist der Schlüssel für Harmonie in der Familie. Wir sprechen lieber miteinander als übereinander. Wir lernen voneinander und schätzen sowohl unsere Unterschiede als auch unsere Gemeinsamkeiten. Wir schaffen eine heilige Verbundenheit miteinander, wenn wir uns durch das Familiengebet, das Evangeliumstudium und den Gottesdienst am Sonntag gemeinsam Gott zuwenden. Die dritte wichtige Beziehung ist die zu unseren Mitmenschen. Um diese Beziehung aufzubauen, muss man sich jeweils auf einen Menschen konzentrieren, indem man sich in seine Bedürfnisse einfühlt, ihm Gutes tut und von seiner Zeit und seinen Talenten gibt. Eine Schwester hat mich sehr beeindruckt. Alter und Krankheit machten ihr schwer zu schaffen, und es gab nicht viel, was sie tun konnte. Doch sie stellte fest, dass sie zuhören konnte. Also hielt sie jede Woche nach Menschen Ausschau, die besorgt oder mutlos aussahen. Dann nahm sie sich Zeit für sie und hörte ihnen zu. Sie war ein großer Segen für sehr viele Menschen. Die vierte wichtige Beziehung ist die Beziehung zu uns selbst. Der Gedanke, dass man zu sich selbst eine Beziehung hat, mag seltsam erscheinen, aber es ist so. Manche Menschen kommen mit sich selbst nicht aus. Den ganzen Tag lang kritisieren sie sich selbst und setzen sich herab, bis sie sich selbst hassen. Ich lege ihnen nahe, zur Ruhe zu kommen und sich ein wenig Zeit zu nehmen, um sich selbst besser kennenzulernen. Machen Sie einen Spaziergang in der Natur. Beobachten Sie einen Sonnenaufgang. Freuen Sie sich an der Gottesschöpfung. Sinnen Sie über die Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums nach und finden Sie heraus, was Sie sich selbst bedeuten. Lernen Sie, sich so zu sehen, wie der Vater im Himmel Sie sieht, also seine kostbare Tochter als seinen kostbaren Sohn mit gottgegebenen Anlagen. Brüder und Schwestern, seien wir weise, wenden wir uns der reinen Quelle zu, den Lehren des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi. Genießen wir sie voll Freude in ihrer Einfachheit und Klarheit. Die Himmel sind wieder offen. Das Evangelium Jesu Christi ist wieder auf der Erde. Und die einfachen Wahrheiten des Evangeliums sind eine reiche Quelle der Freude. Brüder und Schwestern, wir haben wahrhaft Grund, uns zu freuen. Wenn wir das Leben mit seinem rasanten Tempo und den vielen Belastungen es ihnen so schwer macht, dann ist es jetzt vielleicht die Zeit, sich erneut darauf zu konzentrieren, was am meisten und am wichtigsten ist. Kraft kommt nicht von hektischer Aktivität, sondern nur darauf, dass wir uns auf eine feste Grundlage aufstützen im Leben. Es kommt davon, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die Grundlagen und auf Jesus Christus richten. Es kommt, dass wir die Aufmerksamkeit auf die heiligen Dinge richten, die uns am meisten und am wichtigsten sind. Lassen Sie uns unser Leben vereinfachen. Lassen Sie uns die Veränderungen machen, die notwendig sind, um unsere heilige Aufgabe, demütig Christus nachzufolgen. Der Pfad, der immer zu einem Leben, das bedeutungsvoll ist und des Friedens führt, darum bete ich, das ist mein Segen für Sie, im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.